Forest. Auf einer Insel voller Gefahren kämpfen wir um das nackte Überleben und stoßen dabei an unsere absoluten Grenzen. In einer ultimativen Survival-Herausforderung im Gebiet einer indigenen Bevölkerung werden wir versuchen zu überleben. Doch die Frage ist, wie lange? Bevor es in unsere erste Höhle geht, wollte ich mich noch ein wenig vorbereiten, generell noch ein paar Sachen erledigen, die ich noch machen wollte, und nach diesen Kleinigkeiten soll es auf jeden Fall hineingehen. So. Dankeschön. Ja! So. Das sollte reichen an Fleisch. Wir sind gleich bereit, in die erste Höhle zu gehen. Wir müssen aber erst was futtern. Und vielleicht noch was. Doch, trinken noch was. Töpfchen, Töpfchen. So. Ist das laut, Jesus. Ach stimmt, hier, das hat auch ein netter Kommentator oder Kommentatorin nach dem geschrieben. Hier können wir Fleisch aufhängen. Und ich würde sagen, wir machen das auch mal, bis das Wasser kocht, dass wir mal so ein paar Sachen haben. So ein bisschen Fleisch, wenn wir hier gleich weggehen, will ich, dass wir ein paar Reserven haben. Für den Fall, dass es dunkel ist auch, ne? Wie kann ich denn dem Ding hier Platz zuweisen auf meiner Tasche? Vielleicht so und dann so? Hä? Ja? Ah, okay, so geht das. Soda, Busen und Metz, dahin auf 2. Ah, cool. Das sind, ah, okay. Jetzt haben wir die Axt, jetzt haben wir das Ding hier. Okay, okay, okay. Die Frau da müssen wir killen. Komm her! So, die kokeln wir erstmal ab. Das sieht so lustig aus. Knochen, kommt her. Klopf, genau. Wie konnte ich noch das Klopf vergessen? Okay, jetzt, liebe Freunde, sind wir absolut bereit. Aber zuerst gehen wir noch zu diesem Bötchen da hinten. Da hinten war noch ein Bötchen, haben wir in der letzten Folge gesehen. Da wollen wir jetzt erstmal rauf. Und dann würde ich sagen, gehen wir endlich in die Höhle rein. Ich habe auch mega Bock, dass wir schon mal so die erste Höhle erkunden. Ich hoffe auch, wir überleben das. Sonst wäre das ziemlich peinlich. Weg da! Yes. Oh, Pornos. Nice. Oder auch nicht. So, Busen. Sonst haben wir hier, glaube ich... Ah, hier. Geld, wofür man das gut ist. Coins. Ein Bild. Ein Junge. Der aber nicht unser Sohn ist. Aha. Oh Gott, ich weiß genau, was das ist. Den werden wir irgendwo noch antreffen. Aber mehr scheint hier nicht drin zu sein. Okay. Wupsa. Tschup. Ab hier ist eigentlich alles so gut wie erforscht. Ich habe dazu noch ein paar Wasserquellen platziert, einfach für die Ästhetik. Habe noch ein paar Waffen und Werkzeuge hergestellt, darunter auch einen Bogen, by the way. Noch ein bisschen mehr Ästhetik. Bis ich endlich mit allem zufrieden war, bedeutet gute Nacht und an Tag 5 kann unsere Höhlentour endlich beginnen. So, ein neuer Morgen. Es ist Zeit. Wir werden jetzt ganz schnell uns komplett auffrischen. So, das tun wir da rein. Aber ich denke, jetzt brauchen wir auch zwei. Die Vögel, die haben schon was Süßes an sich, ne? Die mag ich. Oh. Ja! Futtern und natürlich was trinken. Perfekt. Okay, wir sind bereit für unsere erste Höhle. Let's go! Auf dem Weg zur Höhle wurde ich ein bisschen nervös, weil ich keine Ahnung hatte, was mich erwartet. Ich bin quasi ins kalte Wasser gesprungen, aber genau da lag eigentlich auch der Reiz. Was erwartet uns da unten? Finden wir irgendwas Wichtiges? Finden wir gar nichts? Sterben wir? Wer weiß. So, wir sehen nichts. Okay, jetzt können wir ein bisschen was sehen. Interessant. Ich sehe leider nicht viel, aber es geht sehr weit runter. Okay. Oh mein Gott. Holy fuck. Ich hab mich gerade so erschrocken, ey. Alter. Das ist so laut. Okay, das war ein guter Schock. Okay, aber wir scheinen hier erstmal, da ist ein Arm, relativ sicher zu sein. Was ist das hier? Okay. Elektronik, interessant. Okay, paar Koffer, sehr gut, komm. So, okay.
Ja gut, aber jetzt hänge ich hier fest, ne? Wie es aussieht. Ich habe ja Flares dabei. Kann man die kombinieren? Nee. Aber ich kann die equippen, oder? So, wir schmeißen mal eine Flare nach da. Ah, okay, so. So. Ah, schon besser. Finden wir die Flare von wohin? Ja, perfekt. Okay, die Flare kann man auch nicht wiederverwenden. Macht ja auch Sinn. So, ich möchte mich den Gegnern hier stellen, Freunde. Guck mal, wer da hinten ist. Oh mein Gott. Da! Vor dem habe ich Angst. Schau dir den mal an. Boah. Eine Sekunde. Den machen wir fertig. Komm her! Wir müssen den anzünden, Leute. Dann stirbt er schneller. Ich weiß, dass Feuer gegen diese großen Gegner richtig gut ist. Ah, geh weg! Ih! Pfui! Hau ab! Ist er tot? Ah, nein, ist er nicht! Oh mein Gott! Holy moly! Wo ist der? Da ist er. Oh, Kokel endlich ab. Hau ab! Oh mein Gott! Nein! Wo sind wir hier? Oh, wir sind noch nicht tot. Alter! Ist das gruselig, Jesus! Wir hängen gerade kopfüber, oder? Ja. Alter. Boah. Okay. Okay, okay. Das hat mich gerade gut mitgenommen. Erstmal ein bisschen aufstocken hier. Den Kampf gegen das Monster haben wir leider verloren und zugegeben, ich habe mich mega erschreckt vor dem Ding. Wie dem auch sei, sind wir jetzt übrigens ganz woanders. Das bedeutet, wir müssen uns erstmal zurechtfinden. Es führt aber hier raus, oder? Scheint so. Ach du Kacke. Wir waren aber schon hier. Okay, das haben wir nur übersehen. Interessant. Ich werde hier auch was bauen, aber das wird nicht lange dauern. Nur etwas, damit wir hier so einen kleinen Savepoint haben. So ein Bonfire, was bringt der eigentlich? Markiert der den Punkt? Das fände ich gut. Wir schauen mal. Also ich hab ja das Spiel auch super laut, damit halt der Schreckfaktor höher ist. Falls ihr euch wundert, warum ich so schreckhaft bin. Das Spiel ist sehr, sehr laut. Und? Nö. Und wenn wir es in Brand stecken vielleicht? Ein bisschen ärgerlich, weil wir haben jetzt auch überhaupt... Okay, ich muss irgendwas anderes machen. Wir haben jetzt auch überhaupt keine Rüstung mehr, ne? Also der hat uns alles weggeballert gerade. Krass. Dann müssen wir auf jeden Fall mit mehr Bedacht rangehen nächstes Mal. Nee, weißt du was? Wir bauen hier einfach mal ganz, ganz simpel so ein Hunting-Shelter. Weil dann können wir das auch sehen. So wie hier zum Beispiel. Man kann ja sehen, dass da dieser Ort markiert ist. Weil wenn das Ding hier jetzt steht, dann werden wir auf jeden Fall bereit sein. Weil dann haben wir das hier markiert, diesen Höhleneingang und natürlich auch den da hinten. Das ist so auf jeden Fall gut. Oh oh.
Das war nicht schlimm. Also der ganze Nutzen von dem Ding da ist ja jetzt irgendwie sowieso für den Arsch gewesen. Das Minilager ist nun für den Fall der Fälle bereit. Gleichzeitig müssen wir aber eine ganze Reihe von Gegnern bekämpfen. Damit schmieden wir uns eine Knochenrüstung, die uns vor weiterem Schaden schützt. Wir craften aber vor allem auch Pfeile, weil wir daraus Brandpfeile herstellen können. Und damit könnten wir den Heini von eben töten. Nach all der Vorbereitung wird aber nicht geschlafen. Stattdessen gehen wir direkt wieder in die Höhle rein und skippen damit quasi einen Tag. Okay, wir sind bereit, tiefer in die Höhle zu gehen. Metz. Eine Map. Warte, what? Aha. Okay, wir sind also im Südosten auf der Karte gerade. Interessant. Cool. Einen Kompass haben wir auch bekommen. Ja, okay. Gutes Zeug. A jealous god punishes a parent's fault on their children. Ganz kurz, ist es eigentlich clever, die Axt zu benutzen? Speed Damage. Okay, der Schaden ist ungefähr gleich. Der Speer ist aber stärker. Wir haben auch das Ding hier. Hi, wie geht's? Okay. Ekelhaft. Aber gut. Ja. Gut, dass ich die Stöcke mitgenommen habe. Ich glaube, der brennt aber auch nur einmal. Durchgegart. Wir brauchen auf jeden Fall auch mehr Rüstung. So, zack. Einmal ausrüsten. Na, komm. Nochmal Rüstung. Ich brauche wirklich Rüstung. Ich fühle mich absolut nicht sicher. So, nimm das! Yeah. Hä? Puh! Ciao! Ich höre Schritte, aber ich glaube nicht von hier. Sieht doch sicher aus hier, oder? Ja. Electrical Tape? Oh, eine moderne Axt haben wir jetzt. Da. Der ist ja besser als unsere Plain Axe, ne? Ja, perfekt. Dann kombinieren wir die mal mit der Tasche. Auf 1. So, und jetzt. Schön. Moderne Axt. Boah, hier haben wir aber einiges an Vorräten, ne? Das ist echt gut. Okay, schön. Wir haben auch noch einen Pinsel gefunden. Und Farbe. Ah! Okay. Bin ich jetzt rot angemalt? Weil jemand meinte zu mir, die gleiche Person, by the way, dass wenn man sich rot anmalt, ich glaube, ich bin auch rot angemalt, dann greifen einen die Kannibalen nicht an. So, wir können wieder rausgehen. Wir haben jetzt alles. Das ist doch schon mal unser erster kleiner Erfolg. Wir haben jetzt eine moderne Axt, das ist cool. Die schwingt sich ein bisschen langsamer als die andere Axt, aber die scheint richtig reinzuhauen. Und man kann auch richtig blocken damit. Nehme ich also sehr gerne an. Mit einer Hand zieht er sich hoch, der ganze Mann hier. Freestanding Zipline. Ein Kran. Yo, was gibt's hier bitte alles? Tree Zipline. Okay, das ist echt cool. Hier gibt es so einiges, ne? Okay. Aber das schauen wir uns später mal an. Wir sind ja wegen was anderem hier. So, wir craften uns... Falscher Knopf. Wir craften uns erstmal ein Stück Rüstung wieder. Ah, wir haben jetzt Dutzende Pfeile, oder? Ja, wir haben 20 Pfeile und 5 brennbare, ne? Ne, wir haben jetzt insgesamt... Okay, einmal Busen rein. Und Klopf. So, da. Busen und Klopf. Und da Büs Cloth. Okay, 20 brennbare Pfeile. Würde ich sagen, ist gut. Hier geht's raus. Cool. Wir gehen kurz hier hin. Oh, Alter, war das laut. Okay. Boah, ich bin schon ein bisschen stolz, ne? Das haben wir echt gut hinbekommen. Sekunde mal, ich glaube, wir sind sehr nah hier dran, oder? Nee, hier ist ein Lager, okay. Doch. Auf der anderen Seite sind wir.
Hier ist das Lager und da ist unser Lager. Nice. Ja, perfekt. Guck mal. Wir gehen zurück in die Höhle. Es gab nämlich noch Punkte, die haben wir noch gar nicht untersucht. Da war ja ein Eingang, da wussten wir nicht, ob wir hin sollen. Wir sind woanders hingegangen. Haben dementsprechend diese coole Axt hier bekommen. Aber wir schauen trotzdem mal. Es gibt sicher noch irgendwas. Auch wenn es nur Kleinigkeiten sind, wir gehen da rein. Aber ich muss sagen, jetzt wo wir schon drin waren, ich bin auf jeden Fall entspannter. Also das erste, ich glaube, wir haben echt den schlimmsten Eingang überhaupt gehabt. Das war schlimm. Aber danach sieht man eigentlich, okay, guck mal, so schlimm ist es ja gar nicht, ne? Beim erneuten Betreten der Höhle war es mir wichtig, noch Kleinigkeiten mitzunehmen, aber noch viel wichtiger, ich wollte das Monster von vorhin töten. Zu unserer Enttäuschung ist er aber leider nicht mehr da, ich weiß nicht warum, vielleicht ist er verbrannt, I don't know. Jedenfalls habe ich ab hier gedacht, okay, du hast alles getan, was ging, du bist jetzt bereit, die Höhle zu verlassen. Des Weiteren habe ich begonnen, eine Art Lagerhaus zu bauen, in der wir unsere Äste und Holzstämme lagern können. Das ist auch so gut wie fertig, dann wird geschlafen und damit endet Tag 6, so wie dieses Video. In der Endcard könnt ihr gleich nochmal die erste Folge von The Forest sehen. Gleichzeitig seht ihr auch noch meine andere Rubrik Hillbilly Rage. Die ist kompakter und auch eher auf Humor ausgelegt. Wer sich das also angucken will, der möge sich anschauen. Ab nächste Woche Donnerstag kommt, by the way, eine Folge Donnerstags-Chisel. Das sind in der Regel Random-Spiele und diesmal zocken wir Genshin Impact. Wie dem auch sei, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich verabschiede mich und sage Ciao, arrivederci, amenakoim und bis zum nächsten Mal.